Willkommen zu unseren News am Mittwoch, dem 3.5.2023, zu einer neuen Folge. Und in dieser haben wir wieder sehr interessante Neuigkeiten für euch. Darunter was zu Gamescom, zu mehreren Release-Fails und natürlich noch vieles mehr. Deshalb bleibt dran, denn das sind die News der letzten Tage. Samstag durften wir über die Gamescom-Zusage von Nintendo berichten. Nun habe ich auch eine Absage für euch. CD Projekt Red wird dieses Jahr nicht auf der Gamescom vor Ort sein. Es wird also für Fans nicht möglich sein, dort den neuen Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty anzuspielen. Trotzdem wurde ein Anspieltermin in Deutschland bestätigt. Wann der sein wird, steht noch aus. Sobald wir aber Näheres erfahren, berichten wir natürlich darüber. Deshalb Abo und Glocke nicht vergessen, denn im Juni möchte uns CG Projekt mehr Infos zur Singleplayer-Erweiterung verraten. In einem ersten Trailer sah man bereits schon neue Waffen, Skills und Cyberware. Der Schauplatz ist immer noch Night City. Erscheinen soll der DLC nur für PC, PS5 und Xbox Series. Spieler des heiß erwarteten Star Wars Jedi Survivor leiden aktuell unter immensen technischen Problemen, vor allem Spieler unter Windows 10 oder mit High-End GPUs in Verbindung mit leistungsschwächeren CPUs. Ein erster sogenannter Day Zero Patch for Reese hat wenig gefixt, auch der Day One Patch vom 27. April scheint wenig gebracht zu haben. EA sind diese Probleme bekannt und sie versprechen via Twitter, dass in den kommenden Wochen weitere Updates zu diesen drei Kernthemen, Bugs, Performance-Probleme und mehr Accessibility, erscheinen werden. Gründe für die großen technischen Probleme hat EA bisher nicht genannt. Für die Spieler ist dieser Release eines unfertigen Spiels unbegreiflich und viele von ihnen haben schon angekündigt, das Spiel bis auf Weiteres zu refunden. Seit mehreren Jahren spricht man in der Formel 1 über ein Thema, das bei Fans Hoffnung weckt. Letztes Jahr gab Liberty Media den Einstieg von Audi bekannt, was jedoch genau genommen kein neues Team ist, da Audi das Sauberteam übernimmt. 2026 können wir uns eventuell aber über komplett neue Teams freuen. Gehandelt werden Andretti, Pantera, Formula Equal und auch Hightech. Seit Jahren können wir schon ein neues Team im F1 Videospiel dank MyTeam erstellen und dies könnte thematisch auch ein Aufhänger für den zurückkehrenden Story-Modus des kommenden F1 2023 sein. In einem jüngst veröffentlichten Video gibt sich der Formel 1 Rennstall Connor Sport Racing Team die Ehre und stellt Teamführung sowie Fahrer-Line-Up vor, zu dem auch Devin Butler gehört, der in gewohnt arroganter Manier darüber spricht, wie er die Konkurrenz in Grund und Boden fahren will. Wenn ihr den Trailer in voller Länge sehen wollt, Link in der Videobeschreibung. Was ihr unter anderem auch sehen könnt, ist ein Official Refuel Trailer, der heute um 17 Uhr online geht. Dann erhalten wir weitere Neuigkeiten zum Spiel und voraussichtlich auch ein Release-Datum. Bei Nintendo schrillen gerade wohl sämtliche Alarmsirenen, denn das erst am 12. Mai kommende und die lang erwartete Zelda-Fortsetzung Tears of the Kingdom ist geleakt. Und zwar komplett. Seit dem Feiertag zu Beginn der Woche bieten ROM-Seiten das Spiel illegal zum Download an und Social Media ist voll von Spoilern. Bilder und Videos von Anfang des Spiels sind auf Reddit, 4chan und privaten Discord-Servern aufgetaucht und Nintendo kommt mit den Stellen der Urheberrechtsansprüche kaum hinterher. Wie Videogames Chronicle berichtet, hat ein User sogar die komplette erste halbe Stunde des Spiels auf Twitch gestreamt. Das ist ein echter Horror für jeden Publisher und Entwickler und stellt kleinere Leaks von Reese, Setting, Story und ähnliches oder von dem Zelda Switch Bundle Leak in den Schatten. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Nintendo so etwas passiert. Auch die Pokémon Diamond und Pearl Remake und Legend Arceus wurden auf ähnliche Weise 2 Wochen vor Release geleakt. Da sollte mal Nintendo umgehend handeln und das Leck sehr schnell stopfen.
Anfangs berichteten wir über den Release-Fail von Jedi Survivor. Jetzt habe ich einen weiteren für euch, und zwar Redfall. Das AAA-Spiel von Bethesda kommt auch mit starken Technikproblemen auf den Markt. Und der Lohn für das Ganze sind richtig viele Negativbewertungen auf Steam und auch, da das Spiel direkt im Game Pass erscheint, in der Xbox-App. Mehr als 70% der Rezensionen auf Steam warnen vor den Kauf. Und anders sieht es in der Xbox-App auch nicht aus. Viele Spieler sind nicht nur von der Technik enttäuscht, sondern auch wegen der spielerischen Mängeln. Auch die Reviews lassen nichts Gutes verlauten. Der Metascore liegt für die Xbox Series Version bei sage und schreibe 63 und auf PC sogar bei 59. Eine Stellungnahme seitens Bethesda gab es vor Redaktionsschluss nicht dazu. Zum dritten Jahr in Folge wird Meta die Quest Gaming Showcase abhalten. Am 1. Juni um 19 Uhr beginnt die Hauptveranstaltung, die rund 40 Minuten lang sein soll. Sie wird über Twitch, Facebook und YouTube übertragen. Es sollen sowohl neue Games als auch Updates zu später in diesem Jahr anstehenden Titeln für die Quest-Plattform angekündigt werden. Neu im Vergleich zu dem Vorjahr ist eine Pre-Show ab 18:45 in der hauptsächlich Game-Trailer gezeigt werden. Der erste Kinotrailer zum Film Gran Turismo wurde veröffentlicht. Der Film, der im August erscheinen soll, basiert auf der wahren Geschichte von Jan Mardenborough, der 2011 das E-Sports-Turnier der GT Academy gewann und jetzt ein professioneller Rennfahrer ist, der an der japanischen Super GT-Serie teilnimmt. Den Trailer findet ihr in der Videobeschreibung, den Film findet ihr ab dem 10. August in euren Kino. Ja, das war's mit dieser News-Folge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Reinschauen bzw. Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen, wie auch über eure Kommentare auf YouTube. Und damit ihr keines unserer News-Folgen verpasst, einfach ein Abo bzw. Follow dalassen und auf YouTube natürlich das Glöckchen nicht vergessen zu aktivieren. Die nächste News-Folge gibt es am kommenden Samstag. Bis dahin, bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao!